glaube, wir fangen jetzt einfach an. Dann kommen die letzten Interessierten schon noch flotter und flotter zusammen. Ja, wir steigen jetzt ein in das gemeinsame Nachmittagspanel, bevor wir dann zu den Zusammenfassungen und Schlussworten kommen. Mein Name ist Franziska Eichstädt-Bohlig. Ich bin stadtentwicklungspolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus hier von Berlin und von Haus aus Stadtplanerin und insofern sehr interessiert an Urban Futures. Und wir haben jetzt hier drei Gäste. Die werden uns jeweils in einer kurzen, mittelkurzen PowerPoint aus ihren Städten ein Stück weit was erzählen. Jenny Jones aus London, Lari Pitke-Kangas aus Malmö und Anja Heiduk aus Hamburg. Etwas mehr zu den Referenten, Referentinnen werde ich dann sagen, wenn sie jeweils was vorstellen aus ihren Städten. Und insofern steigen wir jetzt ein mit Jenny Jones. Sie ist von Haus aus Archäologin und aktiv und zeitweise auch Vorsitzende der britischen Grünen. Seit 2000 ist sie Mitglied in der London Assembly und seit 2006, da war sie die erste gewählte Grüne im Southwark Council. Sie war Vorsitzende des Planungs- und Wohnungskomitees. Sie hat sich engagiert für urbane Landwirtschaft und ihr aktueller Schwerpunkt liegt im Bereich Aufklärung zu den Risiken des Klimawandels und der Notwendigkeit der Treibhausgasreduktion. Sie ist also wirklich eine Spezialistin und wie anders in London und als Londoner Grüne natürlich hauptsächlich im Bereich Verkehrspolitik. Aber sie wird heute umfassend zu allen Themen uns was sagen. Und insofern, Jenny, ich freue mich sehr, dass wir dich hier wieder mal in Berlin haben. Du hast das Wort und das Bild. Good afternoon, everybody. It's a real pleasure to be here. And it is a little bit embarrassing too, because London, in fact, far from being a showcase city, as I've tried to advertise it here, is in fact probably going backwards on the green agenda. And that's very embarrassing for the Greens, but unfortunately it's a result of having a right-wing government and a right-wing mayor of London. I'm also talking about transport because it's the one clear power that our mayor of London has. The mayor has a little control of the police in London and a little control of housing, a tiny amount of control of planning, but in fact the one clear power is on transport, and so it's where I've spent a lot of my working life because I'm trying to change London into a more sustainable city, mostly through its transport strategy. And I said things are going backwards. We do, of course, now have our first MP in London, our first Member of Parliament. Sadly, that's only one person out of 655, but it's a beginning. And in England, you have to remember that for almost every election, we need something approaching 38 to 40% of the vote to get elected. So getting elected in most elections in Britain is still very hard. Where I'm elected as an assembly member, in fact, we have a proportional system. So we only need 5% to get our first member. Now, I'm assuming that some of you will be in London next year for the Olympics. We've spent an awful lot of money and an awful lot of time trying to make London the showcase city that we thought it could be for the Olympics. And I had hoped that other Greens would come to London and say, wow, your city is so green, you've done so well. But unfortunately, I think there's going to be a lot of disappointment. I'm certainly disappointed.
Now, some of you might know the previous mayor, Ken Livingstone, and with Ken Livingstone, the Greens were able to exert some influence because he needed our votes to pass his budget. Here we are at the launch of a food strategy for London, a food strategy to make London a sustainable city in terms of food. And this was at a time when food in Britain was not on the political agenda. But the Greens pushed the topic, Ken Livingstone listened, and we were able to actually create a food strategy. Now, this mayor has kept the food strategy, but doesn't do much action on it, unfortunately. And also, this mayor, our current mayor, does not need the Green votes to pass his budget. And so he has implemented some of our pioneering projects. He's cut some others, and he's come up with a few of his own, which I'll be telling you about in a moment. Now, we have had some achievements in London. This is within the last 11 years since the London Assembly was first created. So, my personal favourite, the congestion charge in central London, the 6% fall in traffic across the whole of London, that is actually quite spectacular when you think that in the rest of Britain, traffic has gone up by 8% on average. So we have done extremely well. And there's been a 5% switch from cars to public transport, and therefore a 40% increase in bus passengers. The first mayor, Ken Livingstone, put a huge amount of effort into improving buses so that in Britain, well, in London now, buses are not seen as second-class transport. They're actually used by most of society, perhaps not the royals, but most of society. And we also have had the fastest decline of road casualties, which I feel very strongly about, because for me, killing and injuring people on the roads is a terrible waste. It's not only a waste of lives and futures, it's also a waste of money, because every single road death costs society £1.8 million. So when I'm arguing for road safety, it's very easy to talk in economic terms and not just about tragedy. And people tend to listen more if it's about money, I find. And then, of course, a big growth in cycling, something like 117% in cycling on our main roads. Now, this is going from almost nothing. I mean, we have gone from 1% of modal share to 2% of modal share. So we still have a long way to go. Both mayors, in fact, had a target of a 5% modal share by 2025. But I'm concerned at the moment we might not get there. But we have had some major innovations that have made life easier. The Oyster card, I'm not sure if people know what that is. It's one card that means you can use all forms of transport and it gets deducted from your bill. Very, very efficient. And like a credit card. And then Transport for London has taken over the orbital rail network for London. We almost have an orbital rail now. So London's growing. It's our population is expanding constantly, and this means that everything is under pressure. Our public transport system simply can't keep up. We've got a fast-growing population. We've got pressure for development on green spaces, a massively overcrowded public transport system, massively congested roads. We have bad air pollution, and we have a sluggish economy. And so to fix all of these things, we have to think quite broadly. We have to think about increasing the density of development, building low carbon projects, new public transport infrastructure, and reduce travel demand. And this is one of the problems for the Mayor of London, because the Mayor of London doesn't have any control over local planning. And this is where all the decisions are made about which shops will prosper and which shops won't. And unfortunately, local councils have almost no powers, for example, to stop the 20th fast food outlet opening in a road near a school. And it's been a minor disaster for London because we have not only a larger population in terms of increasing numbers, we also have a larger population in terms of obesity, with all of its concomitant health problems of diabetes and very a real challenge to our National Health Service. We do have some new technology, which I will tell you about it. I'm going to be a little bit scathing about it because I think, although I like new technology,
big fan of Twitter. Some new technology is actually, I think, not worth bothering with. However, now planning is the key. You'll see here we are expecting an extra nearly half a million cars. I mean, this is a projection, but it could easily be worse, because as you get a larger population, you also get the 60% of that population that will bring their cars with them. Now, I've noticed here in Berlin, there's a lot of cars on the streets, a lot of cars parked, but there's not very many cars moving around. Now, you might think there's a lot of cars, but not compared with London. Come to London tomorrow in the next couple of days with me, and I'll show you what congested roads really are. Now, housing in London is already three times the density of other parts of Britain. So we are already cramming more and more people in. And from 2001 to 2006, our housing density increased from 48 dwellings per hectare to, I'm sorry, I have no idea what the European equivalent of a hectare is, to 84 dwellings. It's very European. Oh, is it? Good. Okay, so I'm sorry, it's not in English. Okay, well, it's nearly doubled. That's the point. Our density has nearly doubled. Now, you can imagine the sort of pressure that puts not only on all of our systems, but on people as well. But, of course, some of the most desirable and expensive real estate in London is some of the most dense as well, in places like Kensington and Chelsea and Westminster. People are packed in. Now, we do have a pretty good transport system. This is far too small to read, but you can see, you know, it covers a lot of London. Unfortunately, I live in one of the white areas without any of those pretty coloured lines on, but that's my own fault. But the system works pretty well. On the whole, it works pretty well. We're very lucky. And we've done all sorts of things like extensions to railway lines. And as I said, we're trying to complete the orbital network that Greens were very keen on, simply because it enables people not to travel through the congested centre. But now, of course, we're in a completely different economic scenario. And it is very challenging because all the government cuts in funding, they have been very deep and very savage. Again, the result of having a right-wing government, even with the Lib Dems. And it's been the burden of investment for transport systems has now moved to the passengers, with fare increases way beyond inflation. Now, that's something as Greens we really don't like. We feel that the government should fund these things because it's a social service to use our public transport system and not use your car. So we are facing extreme difficulties. And as I said before, a lot of pressure on greenfield sites. This is the challenge that we have, that demand is far exceeding our capacity. And we are having a few new projects, for example, Crossrail. But this is very much a railway that will cross London. It will help business people get from one side to the other. It has little benefit for Londoners. And back in 2007, Transport for London estimated that £60 billion of investment still wouldn't be enough to meet the transport needs of a growing population. And so, of course, the green solutions to this problem are really so sensible and so basic and so much cheaper. You actually get people out walking and cycling, and you actually make local places more accessible in that you create this, you put the sort of spaces in locally, the services, the shops, the supply that people need, so that people don't have to travel if they don't want to. You have to reduce the overall demand. I have to, I think I've missed a slide has dropped out. Sorry. No, sorry. Right, cycling. So we're aiming for 5% mode share by 2025. We have a real problem here because the Mayor of London himself, Boris Johnson, is thought to be a cycling mayor. He cycles himself, and even I, when he was elected, thought, well, at least we'll see huge investment in cycling. But sadly,
It's not so, because the minute he has conflict with motorists, then he is on the motorist side. So he has been doing all sorts of things. He calls it smoothing traffic flow, and this means you make the cars go faster. Now, what I've been trying to do over the last 11 years is actually make the cars go slower. And so I've been quite disappointed in some of the things that he's decided to do. He did put in a bike hire scheme, just like the one in Paris, and like what you've got the same here. And it's been a great success, but it's still tiny. It's only the centre of town. And this means that it's used a lot by business people, it's used a lot by people coming in from outside, whether workers or tourists, but it's not used that much by Londoners, because Londoners actually need their own bike hire stands in the places that they live. So it's been it has been a success, but an unambitious, limited success. Now, we've also got some fast cycle routes that we're calling cycling superhighways, but cyclists have been very dismissive of these. They think they're not really working yet, because for most of their distance, and they're coming in from outer suburbs into the centre, for most of their distance, there's no regulation of the space, and so we find cars parking in them, we find lorries using them, we find buses using them. It's been a bit of a disaster. So if now I'm standing as Mayor of London next year for the Green Party, and I keep telling cyclists, if I get elected, things will be very different, and the cycling superhighways will be enforced by the police, so that they actually are truly cycling highways. Now, that's a terrible slide. I'm sorry about that. It's a very beautiful space right in the centre of town, and it's just part of a pedestrianisation project that I was involved in a couple of years ago. And the idea is that a lot of people who visit London don't realise that some places are very close to each other. So you put up maps and you show them. It seems so obvious, but it had never been done. And now we encourage people, instead of jumping on the tube for what is sometimes 150 metres walk, just get out there and walk and look at London. And, you know, this is a very beautiful city, but I would say London is even more beautiful. Now, this is the current mayor of London. This is probably one of the last photographs I have taken a couple of years ago where we're actually smiling at the same time. Thank you. We don't get on very well anymore. I'm afraid it's a little bit older sister, younger brother type thing. I just think he's always in the wrong, and he thinks I'm in the wrong. One of the big problems with this mayor is that we have an urgent problem in London, and that is one of air pollution. Our air pollution is so bad that it's been estimated 4,000 Londoners every year die early because of our air pollution. And the problem is that a lot of people went over to diesel cars, which reduce the CO2 emissions but increase the particulate. So we have a real problem with PM10s. We are in trouble with the EU over this. They're threatening to fine us. This mayor, instead of doing the sensible thing of closing roads, you know, discouraging traffic, has actually he's brought some quite creative solutions to this problem. He hoses down the roads near the monitoring stations so that the monitoring stations don't register all the PM10s in that particular area. He also is using a sort of glue on the roads that the soot sticks to, so again, that it can't be measured. Now, isn't that creative? A creative new technology. Very, very unimpressive, I would say. So, you know, different vehicles, you know, electric vehicles, great, but it's still all traffic. It may not be polluting at point of use, but it's probably polluting wherever the electricity was developed. So, you know, technology can only go so far. Here is a picture taken 3 weeks ago in London. This is smog. This is our air pollution, and what is killing us. It's shortening my life by living there, and that's why I'm here in Berlin, where it's so much cleaner. And so, quite honestly, a proper transport strategy is absolutely key for London. We cannot grow, and we just won't
keep going as a major city unless we reduce the demand for travel and switch people to cycling, walking. And to me, this is just complete common sense and, of course, totally Green Party policy. Thank you very much. Jones, und wir sehen, wie langen Atem man da braucht, gerade auch in der städtischen und Metropolenverkehrspolitik. Und jetzt radeln wir über den Kanal und einige andere Wasser von London nach Malmö zu Lari Pitkäe-Kangas. Er ist Gemeinderat der Stadt Malmö und zwar für die uns interessierenden Schwerpunktbereiche Stadtökologie und nachhaltige Entwicklung und vor allem auch mit dem Anspruch ganzheitliche ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Und dann noch ein Schwerpunktthema, was ich sehr interessant finde, das öffentliche Beschaffungswesen. Wie kann es nachhaltig in einer Kommune gestaltet werden? Insofern freuen wir uns auf deinen Beitrag. Lari, du hast das Wort. Thank you, and thank you, Jenny, for your work, actually, and I hope you will win at last. Yeah. All right. So, I'm Lari, my name is Finnish, I'm born in Helsinki, but I usually govern Malmö, which is in Sweden, of course. So, the session before this, I told the people there that we shouldn't have cars, right? And someone told to me, "That's they don't understand that." Well, whatever. Sorry, I think he opened the wrong presentation here. Sorry, I have to go out from here and go. There we go. Right. So, it's okay. Well, it still doesn't work. Why is that? Ah, okay. Now it works. Maybe. It's crazy. Sorry. I have to see what the guy did here. He opened something. He told me earlier that his presentation was all pictures, so... Yeah, they are. But it should... This might be short. No. Sorry. Können wir mal die Technik für den Computer hier nach vorne kriegen? Da steht er doch schon, genau. Ah, there we go. A full screen. No. I hope it will work now. Yes. Right. It's in the wrong order. Okay, so this is a fast rewind. There you go. So, right, let's start. Transports this is a transport, of course, but transport in a sustainable city must be kind of a thrilling experience, depending on the experience from the point of view of a cyclist or a driver in a car or something, because there's so many balancing factors in the transport system. And if you have ever seen a train getting late on the station, you will see very frustrated people.
So this is kind of a topic for us politicians, which is really difficult to handle, actually. So I understand everything Jenny says about London, and it's actually boiling. It could be explosive if it's not in order. So I wanted to show one way of transport that is quite fun, actually. And this is one. Right. Malmö, on the other side, is just 20 minutes from Copenhagen by train. And we have a lot of good infrastructure supporting us, airports and the ports and several railways and highways and everything. So we are quite good on transports, of course. Or we could say we are very dependent upon them. One problem with transport is that it's not that easy to plan for. It's a flowing process. Even though you want to plan for it, like here in the Western Harbour, we planned for a almost car-free district. But, well, the buildings and the district was more suited for rich income, higher income people. So it's quite hard to tell someone who is rich, actually, to don't bring your car. We tried, it didn't work. So you really have to have some kind of balancing factors even here. The problem was that we did support this area with a lot of bus traffic with 3 minutes interval. And but it's not enough because it's not attractive for this group of people. So this group of people, they want to have their two cars, especially SUV, of course. And well, that's hard for us as politicians to convince people to not to actually use the car. However, what we are planning for now is, of course, a quite high reduction of the car usage. And I would like to remind the audience here that both Copenhagen and Malmö are quite cycling cities. I think in Copenhagen about 45% to 50% use the bicycle for the everyday usage, and in Malmö we have about 30% to 45%. So it's quite high even there. That was an unnecessary picture, right? So how to convince the people? Where should you begin? I think the problem with transport is that it's both a necessity and a tool for the structuring of the city. So it's a system. And if you don't change the system, you will end up with just smaller adjustment in the system. And that's why Boris has some serious problems. And I think if we want to have the cities as we like them to be, livable, good, high quality places, we really need to change the systems as well. And why not get rid of the car? Oh, so now I said that here as well. Yeah, right. I think that's a serious suggestion, actually, for the cities. I think the post-fossil city in the world will generally have a drastic reduced number of cars. Unfortunately, it's not these guys who are making decisions. Not normally, actually. I'm a very rare specimen of a politician, since I don't have a driver's license, I don't own a car,
My house is fully renewable. So I tried to move forward and convince people, but they want to look on people that are like themselves. So if I say, I don't like to use a car. Why? Because I don't got one. But why don't you get one? Because I don't have a driving license. Okay, so you understand the discussion. However, the city of Malmö, we are trying to get to the future quite rapidly. And one of the means is, of course, to introduce tramways. And we are enforcing new policies upon car parking. Actually, you know, the system of cars is quite highly subsidized from taxes, and I'm quite mad about it. I'm not a car owner. I don't have a car license. I don't care about you who drives the cars, actually. So, but I'm paying for you quite a lot, actually. And so I know you in Berlin had a change in your car parking policy. And I think you removed it, actually. So there's no... Difficult to convince the people too in that. I understand point. That. Yes, we have a lot of struggle. Yeah, and that's why they should get rid of the cars. So, and of course we are still trying to convince people to use bicycles, and we even we are going to build bicycle highways as well. So it's quite good. I think we're on the right track if you get rid of the cars. Everyone can make a small leap, and I think that's the thing you should do if you can. That's one important leap for the girl, and I think it's an important leap for mankind to actually go to a post-fossil city. And I think, unfortunately, our transport system is so based on fossil that I don't see a future for these kind of systems at all, based on cars. Did I mention I don't like cars? Well, we try to make a better, nice-looking, huge leap into the future. Unfortunately, we don't know what is in the bottom. Nobody knows, but it's still fun. And this is my picture of the city of Malmö, and unfortunately, there's one car there. Yeah, one small, but it's okay. It's the last one. So, vielen Dank. Thank you very much. Ganz herzlichen Dank, Lari Pitkangas, das ist sehr schön. Vor allem das Bild mit dem letzten Auto. Und jetzt radeln wir über den Öresund und über die große Auto- und Bahnbrücke über Kopenhagen, dann eigentlich bis nach Hamburg. Nein, eben noch nicht über den Fehmarn Belt, sondern ich weiß nicht, nach Hamburg kommen wir doch über Jütland, ja, da kommen wir noch mit Festland. Nee, die Fehmarn Belt Brücke bauen wir nicht. Zu Anja Heiduk von der GAL-Fraktion in Hamburg. Und wie die meisten hier wissen, sie war bis vor kurzem Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt. Und Hamburg ist ja unter ihrer Ägide auch die Umweltstadt geworden. Und davon wollen wir ein bisschen hören. Sie
ist zurzeit stellvertretende Vorsitzende der GAL-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft. Von Haus aus aber ist sie ganz bescheiden Psychologin. Ich erwähne das einfach deswegen, weil das schon interessant ist, wie viele Wege in grüne Politik und grünes Engagement für Nachhaltigkeit münden kann. Und last not least, Anja war ja auch lange Zeit Mitglied des Deutschen Bundestags und ganz aktiv im Haushalt als haushaltspolitische Sprecherin und besonders engagiert da für die Schuldenbremse. Und für sie hängen haushälterische, finanzielle und wirtschaftliche Nachhaltigkeit mit ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Nachhaltigkeit sehr eng zusammen. Anja, wir freuen uns, dass du hier bei uns bist und uns erzählst, wie Hamburg unter grüner Ägide vorangekommen ist. Ja, vielen Dank, Franziska. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und zu diesem wichtigen Thema Ausblick auf die Zukunft der Städte, auf die postfossile Zukunft der Städte etwas vortragen zu können. Und ich will das relativ konkret machen am Beispiel Hamburgs und will nicht nur auf den notwendigen Rollenwandel eingehen, die wir Städte als Hamburg, auch als Metropole, ist ja in erster Linie Verursacherin von hohen CO2-Emissionen, wie wir also in die Lösungsrolle dieses Problems kommen können. Aber ich will diesen Rollenwechsel auch am Ende meines Beitrags mit Schwierigkeiten, die ich angetroffen hatte, hier präsentieren, weil es geht ja auch darum, nicht nur die richtige Idee und die Vision zu haben, sondern auch realistisch daran zu lernen, was macht es eigentlich so schwer, dies umzusetzen. Ich möchte beginnen mit ein paar Worten zu Hamburg. Hamburg ist eine Metropole mit knapp 1,8 Millionen Einwohnern und Hamburg ist eine Stadt, die historisch geprägt ist durch einen großen Hafen. Es ist der drittgrößte Hafen in Europa. Containerumschlag spielt dort eine große Rolle. Hamburg ist also kein Ökoparadies, sondern es ist eine Industriestadt. Wir haben dort die größte Kupferhütte Europas, unmittelbar in Nachbarschaft des Stadtkerns, ein Aluminiumwerk und wir sind auch dadurch eine wirtschaftlich sehr dynamische und kraftvolle Stadt. Das prägt auch die Identität und das Selbstverständnis der Hamburgerinnen und Hamburger. Moorburg, das werden die meisten von Ihnen und euch kennen, eines der größten Kohlekraftwerke, was jetzt im Bau ist. Ich musste es leider genehmigen. Das war nicht unbedingt eine Haltung, die wir Grünen einbringen wollten in die Regierungszeit. Ich erwähne das nur, weil das natürlich auch eine Rolle spielt bei der Betrachtung, wie ist es denn eigentlich mit der Zielsetzung von Hamburg als einer Stadt, die sich aber verantwortlich Ziele setzt für eine starke Reduktion im CO2-Ausstoß. Ich komme auf das Thema Moorburg später in meinem Vortrag nochmal zurück. Hamburg ist aber auch eine sehr grüne Stadt mit sehr hoher Lebensqualität. Die Zufriedenheit der Hamburgerinnen und Hamburger, was die Wasserlagen, was die Grünanteile angeht, ist durchaus hoch. Das ist auch nicht unverständlich. Hamburg hat 9% der Fläche regelrecht ausgewiesen als Naturschutzgebiete. Und es gibt nicht wenige Gäste, die zum Beispiel von anderen Megacities nach Hamburg anreisen. Und wenn sie das dann per Flugzeug tun, dann nennen chinesische Gäste auch schon mal Hamburg die Stadt im Wald, weil sie sie von oben erst als eine sehr grüne und nicht nur dichte Stadt wahrnehmen. Hamburg ist im Jahr 2011 Umwelthauptstadt Europas geworden. In der Tat eine Bewerbung, die wir damals auch in unserer Verantwortung aus meiner Behörde vorangetrieben haben. Wir sind die zweite Umwelthauptstadt. Stockholm war im Jahr 2010 die erste. Das ist ein neuer Titel, der durch die EU verliehen wurde. Und Hamburg, das habe ich schon gesagt, ist wahrlich kein Ökoparadies, aber Hamburg will Modell sein, um zu zeigen, dass auch eine wirtschaftlich starke Industrieregion gerade in Europa sich der Verantwortung stellt, ehrgeizige Klimaschutzziele sich nicht nur zu setzen, sondern sie auch durch Programme zu unterlegen. Insofern haben wir diesen Titel auch immer eher als einen Auftrag und ein Versprechen empfunden, nämlich ganz konkret auch in Hamburg 40% die CO2-Reduktion, also die CO2 zu reduzieren bis 2020, 80% bis 2050. Das ist nicht in jeder Stadt gleich schwierig.
Wenn man weiß, dass Hamburg ungefähr circa 9 Tonnen pro Nase an CO2-Ausstoß pro Jahr hat, dann ist das ein dreimal so großer Wert wie bei Stockholm. Das liegt daran, dass in Hamburg die CO2-Emissionen zum Beispiel durch 24% industriell geprägt sind. Also wir haben es ganz bewusst in Kenntnis eben der besonderen Herausforderung, Industrieregion, Hafenmetropole. Wir wollen diese Ziele trotzdem erreichen, weil gerade eine reiche Stadt wie Hamburg muss das auch erfolgreich unter Beweis stellen, dass es geht. Das ist ansteckend dann für viele andere. Kleine Nebenbemerkung, Hamburg hat in diesem Jahr einen sogenannten Train of Ideas mit mehreren Containern auf die Reise geschickt als interaktive Ausstellung im Rahmen des Titels Umwelthauptstadt Europas. Und es war ganz, ganz schnell möglich, immerhin 18 Stationen, Städte in Skandinavien, in Osteuropa, in Südeuropa, in Mitteleuropa zu finden, wo wir anlaufen. Und das sind nicht nur Beispiele aus Hamburg. Wir sammeln auch Beispiele, Best-Practice-Beispiele aus anderen Städten ein. Und dieser Containerzug kommt dann im Herbst des Jahres wieder nach Hamburg zurück. Also der Austausch der Ideen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der geleistet werden muss. Und ich will jetzt noch mal ganz kurz einige Projekte nennen und dann ein ganz zentrales Projekt ein bisschen mehr ausführen. Ein wichtiges Projekt ganz kurz im Rahmen der postfossilen Zukunft Hamburgs ist Hamburg Energie. Das ist ein Unternehmen, was wir im Rahmen der Rekommunalisierungsdebatte neu gegründet haben. Hamburg hat seine Elektrizitäts- und Gaswerke verkauft in den 90er Jahren, die letzten Anteile zu Beginn dieses Jahrhunderts. Die Wasserwerke sind im vollständigen Besitz. Und wir haben ein Energieunternehmen neu gegründet, als Keimzelle auch wieder einer Stadtwerkidee in Hamburg. Und wir haben im Moment in Hamburg eine sehr, sehr aktuelle Diskussion um die Regie der verschiedenen Netze, ob es das Strom-, Gas- oder Fernwärmenetz ist. Und auf das Thema Fernwärme gehe ich auch gleich noch ein, weil das ist sehr wichtig bei der CO2-Bilanz in Hamburg. Ganz kurz aber noch andere Projekte nur visualisiert. Hamburg überdeckelt einen Westteil der Autobahn 7, die im Westen Hamburgs die Stadt zerschneidet. 3,7 Kilometer wird der Autobahndeckel sein und damit doppelt so lang wie vom Bund geplant. Das heißt, Hamburg nimmt viel Geld in die Hand, um dieses zu leisten. Erstmal natürlich auch, um Lärmschutz zu gewährleisten. Aber man sieht diese grünen Streifen, das ist der Verlauf der Autobahn. Dort werden Grünflächen entstehen und in unmittelbarer Nachbarschaft dann neues Wohnen ermöglicht. Hamburg hat als Stadtentwicklungsprojekt die Erweiterung seiner Innenstadt um 40% mit der Hafen City im Werden, sage ich mal. Gestern war hier auch Kees Christiaanse, der hat sehr wesentlich mitgeprägt die Masterplanung. Dies ist eine Erweiterung der Innenstadt, die natürlich auch der Verwirklichung der Stadt der kurzen Wege dienen soll. Hamburg hat im Verkehrsbereich auch sich natürlich dem Fahrradfahren gewidmet. Und wir kommen nicht mit diesen wunderbaren Zahlen von Kopenhagen und Malmö mit. Wir haben bisher, als die Fahrradstrategie in Hamburg begonnen, einen Model Split des Fahrrads von 9% gehabt. Dort wird dann aber das Ziel ausgegeben, bis Mitte dieses Jahrzehnts auf 18% zu kommen. Wir sind derzeit bei 12% und dieses Stadtrad, das ja als ähnliches Modell in Paris läuft, auch in Berlin läuft, das hat in Hamburg ganz stark dazu beigetragen, dass man sieht, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dem Pedal abstimmen. Man sieht nämlich überall diese roten Räder fahren. Viele Leute lassen sogar ihr eigenes Fahrrad zu Hause, weil sie sich mit dem Stadtrad auf den Weg machen, zwischendurch vielleicht mal mit dem Bus fahren. Aber man sieht, dass der Wunsch, Fahrradwege müssen ausgebaut und besser werden, ein großes Thema der Bevölkerung ist und das hilft einem dann auch bei der entsprechenden Politik. Hier sieht man, wie sich das Stadtradnetz ausweitet und es sind eigentlich alle darauf scharf, neue Stationen zu bekommen. Ein wichtiger Punkt, den ich jetzt darstellen will, ist das Thema Masterplan Klimaschutz für Hamburg. Notwendig ist es, glaube ich, dass man in den Städten zu einer Gesamtstrategie kommt, die versucht, in verschiedenen Sektoren auch deutlich zu machen, wie kommen wir eigentlich zu der Zielerreichung, ich sage jetzt mal -40% bis 2020. Wie schaffen wir das konkret, was ist notwendig und wie überprüfen wir das auch? Wir haben das für Hamburg richtig
ausgerechnet und daraus abgeleitet, welche Maßnahmen brauchen wir. Dieser Ansatz hat zum Beispiel deutlich gemacht, jetzt kommen mal einige Zahlen, dass Hamburg von heute angerechnet bis zum Jahr 2020 5,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen muss. Mit dem Gutachten haben wir dann aber folgende Idee verbunden. Es wird ja auch zu CO2-Reduzierungen kommen durch Maßnahmen, die in Europa schon beschlossen sind, im Bund entschieden und gemanagt werden. Zum Beispiel, wie wird sich das entwickeln mit der Stromproduktion? Diese Einflüsse, die nicht durch Hamburger Entscheidungen, sondern durch Entscheidungen anderer Ebenen zu erwarten sind, haben wir in einem Referenzszenario definiert. Da kommt man dazu, dass wenn alle Maßnahmen, die heute beschlossen sind, bei positiver Umsetzung im Jahr 2020 dazu führen werden, dass von den 5,5 Millionen Tonnen, die wir senken müssen, 3,9 Millionen Tonnen dadurch eingespart werden. Wesentliche Maßnahme wird sein, wenn sich wirklich der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommix so ändert wie verabredet, die energetische Gebäudesanierung vorankommt. Das sind die großen Brocken dort. Es bleibt also für Hamburg selbst zu tun, so war auch die Idee des Gutachtens angelegt, 1,6 Millionen Tonnen CO2 selber einzusparen. Hier bei dieser Tabelle, die ich ein bisschen erläutern werde, falls sie sehr schlecht zu lesen ist, möchte ich nur deutlich machen, wir haben dann einen Vorschlag in diesem Gutachten erarbeiten lassen, der nochmal deutlich macht, lösen können wir das Problem nur, wenn wir in den verschiedenen Sektoren, die es gibt, und dann auch einen Mix an Lösungen vornehmen. Wir haben zum Beispiel erkannt, dass es möglich ist, beim Thema Stromverbrauch, nicht Stromerzeugung, nochmal zuzulegen, wenn es noch mehr grünen Strom in Hamburger Haushalten und auch im Hamburger Handel gibt. Der größte Bereich, den Hamburg selber steuern kann, ist unsere eigene Wärmeversorgung. Wenn wir bei der Gebäudesanierung noch mehr vorangehen als bundesweit verabredet, können wir immerhin auch 0,24 Millionen Tonnen dort noch einsparen. Aber ein ganz großer Bereich von den 1,6, die die sogenannte Hamburger Lücke sind, fast ein Drittel gewinnen wir dadurch, wenn wir bei der Fernwärme nicht mehr mit Kohle heizen, sondern übergangsweise mit Gas und später auch mit anderen dezentralen Systemen. Ich erwähne das. Kohleheizung für Fernwärme und Hamburg hat eins der großen Fernwärmenetze, ähnlich wie Berlin. Das verhagelt die CO2-Bilanz oder ist eben ein ganz großer Belastungsfaktor lange in die Zukunft hinein. Deswegen komme ich gleich nochmal zu Moorburg zurück. Auch im Verkehrsbereich mussten ehrgeizige Ziele angepackt werden. Auch dort gehen wir davon aus, dass man im Pkw-Bereich Verringerungen noch über den Bundestrend hinaus machen kann, da auch durch Ersatz von Pkw-Fahrten innerhalb der Stadt, gerade bei den 5- bis 10-Kilometer-Fahrten. Bei einer Logistikmetropole wie Hamburg haben wir nicht unterstellt, dass der Lkw-Verkehr drastisch zurückgehen wird, aber dass wir natürlich auch ein bisschen mehr auf die Schiene kommen. Ich habe dies hier nur mal als ein Beispiel gezeigt. Man kann diese Maßnahmen völlig anders mischen. Aber wenn man hier eine nicht für realistisch hält, zum Beispiel 15% bei dem Aktivitätsniveau der Pkw runterzukommen, dann wird man an anderer Stelle mehr leisten müssen. Wenn man meint, man kann die Fernwärme weiter mit Kohle heizen, dann wird man zu ganz drastischen Änderungen in anderen Bereichen kommen müssen, um dieses Ziel einer -40% erreichen zu wollen. Was wir also brauchen, ist das, was man eigentlich technologisch sehr gut umsetzen kann. Wir haben in Hamburg bei einem sehr gut ausgebauten U- und S-Bahn-System vor 40 Jahren die Stadtbahn abgeschafft. Berlin hat ja das Glück, alle drei Systeme zu haben, auch wenn das mit der S-Bahn bei euch manchmal nicht so gut funktioniert. Aber die Systemfrage war nicht so strittig. Wir haben in Hamburg eine parlamentarische Gesamtmehrheit für die Stadtbahn gehabt, aber wir haben im Verlaufe des Winters und auch sicherlich der politischen Wahlkampfsituation mittlerweile das Stadtbahnprojekt nicht mehr so auf der Agenda, weil der jetzige Senat es gestrichen hat, obwohl es natürlich ein ganz wesentliches Mittel sein kann, noch mehr Leute vom PKW auf
das Auto zu kriegen, Elektromobilität in der Stadt oder auch ein niedrigschwelliges Carsharing-Angebot ist, glaube ich, auch wichtig, weil ich denke, dass das Wechselverhalten in der Verkehrswahl für die Menschen ganz wichtig ist, spontan vom Fahrrad auf ein Elektromobil zu wechseln oder eben den ÖPNV zu benutzen. Da haben wir in Hamburg schon einige Schritte erreicht. Ich komme nochmal zur Gebäudesanierung. Unser Rathaus, das so richtig gut in Schuss zu bringen unter Gesichtspunkten der Sanierung, solange ich nochmal deutlich machen, wir werden natürlich eine wirklich intensive Diskussion bekommen um die architektonische Gestalt der Stadt, wenn wir die Gebäudesanierungsstandards gerade auch im Bestand diskutieren wollen. Bei den Neubauten ist das nicht ganz so schwierig. Da haben wir insbesondere in der Hafen City wirklich enorme Fortschritte, auch gerade nicht nur im Wohn-, sondern auch im Gebäudebereich. Die IBA kann ich hier kurz anreißen, die hat sich aber hier auf dieser Konferenz selber präsentiert. Mir ist wichtig zu erwähnen, dass wir bei der IBA auch einen Versuch haben, richtig zu zeigen, dass ein ganzer Stadtteil bis 2025 schon seinen Strom aus erneuerbaren Energien beziehen kann und bis 2050 ebenso auch seinen Wärmebedarf decken kann, wenn man ganz bestimmte Exzellenzprojekte schafft. Der Energieberg ist ein solcher, der 3000 Haushalte mit Strom versorgen kann. Vor allem ist aber ein Symbol, dass eine ehemalige Mülldeponie mit berüchtigten Dioxinfunden aus dem Jahr 1983 jetzt ein wunderbarer 40 Meter hoher Aussichtsberg auf die Hamburger Innenstadt ist. Das ist ja nur ein knapper Kilometer Luftlinie vom Zentrum Hamburgs entfernt. Der Energiebunker ist vorhin schon mal angesprochen worden in einem Workshop mittags zuvor. Dort wird ein alter Flakbunker zur Versorgung eines 800-Wohnungen-Quartiers umgebaut mit Solarthermie. Ich komme zum Schluss meines Vortrags mit dem Themenbereich Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung bei Projekten, die man sich vornimmt, sei es wie bei diesem Beispiel der IBA, wir gestalten ein Quartier um, wir sanieren die Wohnungen dort, ist ja eine ganz wichtige Herausforderung, der wir auch eigentlich immer stärker auch von politischer Seite näher treten. Das kostet viel Zeit, viel Energie, aber gibt auch viele wichtige Hinweise, damit Projekte erfolgreicher laufen. Ich muss aber selbstkritisch anmerken, dass es nicht immer so einfach ist, manche Exzellenzprojekte, die wir vielleicht mit Energieberg und Energiebunker verfolgen, auch wirklich die Menschen begeistert. Wenn man dann den Eindruck hat, das sind so Leuchttürme, die irgendwie gebaut werden, die haben aber mit den richtigen realen Alltagsproblemen, die zum Beispiel ein solcher Stadtteil auch hat, Mietentwicklung, Angst vor Gentrifizierung oder Probleme in der Schule oder was auch immer, dann läuft eben auch so eine IBA, von der ich zum Beispiel sagen will, die sich in Hamburg sehr viel Mühe gibt, in den Dialog mit den Bürgerinnen zu treten, ist das kein Selbstgänger, dass das auch gleich zu positiven Ergebnissen führt. Ich meine jetzt auch Ergebnissen im Sinne, dass man auch Veränderungsprojekte anpackt. Von daher müssen wir beim Thema Bürgerdialog, glaube ich, viele Erfahrungen sammeln und dies auch erfolgreicher hinbekommen. Ich finde es gut, dass gerade hier auch diskutiert wurde um die sozialpolitische Komponente. Hohe energetische Sanierung löst auch viele Sorgen aus, was das mit der Mietentwicklung zu tun hat. Wir haben in Hamburg an der Stelle eine sehr, sehr heiße Diskussion, ob nicht die hohen energetischen Standards der Grünen dafür, ich sage es jetzt mal so ganz platt, verantwortlich sind, dass in Hamburg die Wohnungen so teuer sind. Das ist in der Analyse sicherlich falsch, aber in der politischen Wahrnehmung nicht ganz unwichtig zu wissen. Und natürlich geht es auch darum, dass die jeweils aktuelle Politik energetische Ziele und einen Weg in die postfossile Stadt unterstützen muss. Ich habe kein Bild des neuen Bürgermeisters von Hamburg mitgebracht. Der heißt Olaf Scholz, der kommt von der SPD. Der hat das Stadtbahnprojekt gestrichen, der hat deutlich gemacht, dass die energetischen Standards nicht mehr Frontrunner sein sollen, sondern dass man das langsamer machen will. Und er hat gesagt, die Fernwärmetrasse von Moorburg, eine neue, die dann auf Dauer zementiert, dass das Fernwärmesystem Moorburgs
die Kohle, also der Brennstoff sein soll. Ich erwähne das, ich selber habe ja Moorburg genehmigt und für den Strommarkt und für die Stromproduktion ist es damit nicht so ohne weiteres wegzudenken. Aber noch mehr Kohle zu verbrennen, um dann auf besonders CO2-intensive Weise ein riesiges Fernwärmesystem für die nächsten 4 Dekaden zu heizen, das ist absurd, das ist auch nicht nötig. Hier hoffe ich, dass gewisser Widerstand und Protest die neue Regierung auch noch mal auf einen anderen Weg bringt. Wir hatten damit angefangen. Solche Dinge dauern ja auch länger. Ich wollte nur sagen, politische Projekte, die im Sinne einer abstrakteren Zukunftsvision unglaublich gut und richtig sind und von Zahlen unterlegt für eine bessere CO2-Bilanz sorgen, erfordern ganz viel Diskussion in der Stadt, um sie dort auch wirklich zum Leben zu bringen. Uli Hellwig, der Geschäftsführer der IBA, sagt, wir müssen es auch schaffen, den Menschen richtig Lust zu machen, in einer Stadt leben zu wollen, die eben umweltgerecht ist. Also dieses auch zu schaffen, dass die Stadtgesellschaft das wünscht und will, das ist das Geheimnis, was wir hier hoffentlich heute noch weiter lüften werden. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Anja. Und jetzt haben wir noch genau eine halbe Stunde Zeit für gemeinsame Diskussion. Und wir können das natürlich auch hier oben machen. Aber bevor wir hier gegenseitig in die Diskussion einsteigen, möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Und wenn, dann bitte nur ganz kurze Statements, also keine Co-Referate. Insofern gucke ich in die Runde. Da hinten ging die erste Hand hoch, ja. Links in der Nähe vom Eingang und da gucke ich jetzt erstmal nach der grünen Quotierungsregel. Nein, bisher melden sich nur männliche Wesen, dann sind Sie dann der Zweite. Ja. Ich heiße Rainer Simonowski, hätte gerne Frau Heiduck gefragt. Hamburg ist eine besondere Kommune und zwar nach dem Geist des Grundgesetzes sitzt die Kommune im Bundesrat und ist sozusagen mit einer Trägerin des Bundes, wir unterscheiden, haben ja einen Bundestag und Bundesrat. Sehen Sie eine sinnvolle Tätigkeit für Hamburg im Bundesrat, sozusagen als Stadtstaat und nicht nur einfach als Stadt, sozusagen für die Stadtstaatengesellschaft und nicht nur für die Stadtgesellschaft? Wir sammeln mal erst noch einen Beitrag oder ein paar Beiträge. Ja, Moment, jetzt ist hier vorne, Sie sind dran. Ja, wir haben schon. Dankeschön. Ja, Wolfgang Adam, Stadtplaner und Architekt. Danke erstmal für Ihren sehr engagiert tatkräftigen Vortrag über Hamburg. Ich weiß, es gibt in Hamburg noch ein ganz anderes Problem, was Sie gar nicht angesprochen haben, was dadurch erklärt ist, als Hamburg als Hafenstadt, nämlich der CO2-Ausstoß von Schiffsverkehr, der ein ganz, ganz erhebliches Problem in Hamburg darstellt. Und mich interessiert einfach mal, inwiefern es dazu Lösungsansätze gibt, geben kann, weil die ja nun letztendlich auch eine globale Bedeutung haben können. Dankeschön. Die Frage würde ich gerne auch nach London und nach Malmö weitergeben. Aber jetzt noch ein, zwei andere, ja? Dazu gut? Ja? Sprechen Sie. Ich möchte gerne wissen, Hamburg besteht ja aus verschiedenen Stadtteilen, ob in jedem Stadtteil in Hamburg ein Quartiersmanagement gibt, um den Bürger zu befragen, was er für Sorgen und Nöte hat und das besonders auch bei ausländischen Bürgern. Die sollen doch an dem Geschehen, an der Stadtplanung Hamburgs doch auch mit dran teilnehmen können. Nutzen Sie das aus. Frage ich noch mal in die Runde, gibt es denn auch Fragen und Statements zu London und Malmö? Okay, Sie da hinten. Ja, okay, die nehme ich jetzt dran, die drei noch, und dann gehen wir hier mal aufs Podium, ja?
Eine wichtige Idee von der Umwelthauptstadt ist ja auch, Austausch zwischen europäischen Städten anzuregen. Und mich würde interessieren, inwiefern für Malmö, London und Hamburg dieser Austausch wichtig ist. Also einmal, inwiefern sie vielleicht an Städtenetzwerken beteiligt sind und aber auch, inwiefern sie von Ideen von anderen Städten selbst profitieren. Also nicht nur als Best-Practice-Beispiel selbst Modell zu sein für andere Städte, sondern inwiefern sie da auch wirklich was rausziehen. Dankeschön. Jetzt waren da hinten noch zwei, ja. Die beiden noch und dann machen wir erstmal hier eine Runde. My question goes to Jenny Jones. I was surprised about the comments you made about density in London. First, because London is not a very dense city in comparison to other big European cities. And then you showed that the population is going to increase in London. So I was wondering where these people are supposed to live if we're not going to densify London. Because the only other option then is to contribute to urban sprawl. And the third question connecting to this issue of densification is the housing prices in London, which are extremely high in a European or worldwide level, and how you want to house middle-income and low-income people in inner London if you're not going to densify inner London further. Dankeschön. Und da war noch eine Meldung, ja? Silvia Fehnhoff, Umweltbundesamt, hallo. Eine Frage an Herrn Kangas. Wie Sie gehört haben, am Beispiel von Hamburg bestehen Bestrebungen, auch ein schönes, umfassendes Energiekonzept umzusetzen, was an gewissen Hürden scheitert oder Schwierigkeiten bestehen. Sie haben ein umfassendes Energiekonzept. Meine Frage, wie sind Sie überhaupt in diese Umsetzung gekommen? Wo waren die Hürden, wo waren die Fronten, an denen Sie kämpfen mussten und wie haben Sie diese Fronten dann aufgelöst? Dankeschön. Dann schlage ich vor, dass erstmal Anja Heiduck die vielen Hamburg-Fragen übernimmt. Die erste Frage ging um die Rolle, die Hamburg als Stadtstaat in besonderer Weise spielen kann. Ich glaube, die kann ich jetzt gar nicht erschöpfend beantworten. Da wäre auch sicherlich ein Austausch nötig. Aber es ist natürlich so, dass Hamburg, Berlin und Bremen als Stadtstaaten natürlich manche Gemeinsamkeiten problematisieren können im Bundesrat, ohne dass die Städte sonst auf der Ebene, wo ja auch wichtige Bundesgesetze mit Auswirkungen auf die Kommunen beschlossen werden, die dort sehr deutlich zu formulieren. Insofern ist das gar nicht so schlecht, weil gerade die Kommunen baden eine ganze Menge von Dingen aus, die auf Bundesebene entschieden werden. Ich war selber im Bundestag und weiß auch, wie da manchmal drüber hinweggegangen werden kann. Da muss Hamburg eine starke Rolle spielen. Mit Blick auf Klimaschutz, glaube ich, ist es so, dass es sehr darauf ankommt, dass sich insbesondere aber Städte auch mit dieser Thematik identifizieren, weil wir wissen, wie schwierig die internationalen Verhandlungen zu verbindlichen CO2-Reduktionszielen sind. Und wenn die Stadtgesellschaften mit Akzeptanz durch die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt das aber hinkriegen, dass solche ehrgeizigen Ziele von Städten auch akzeptiert werden, dann glaube ich, haben wir da einen ganz wichtigen Hebel, insbesondere wenn man weiß, und das ist hier ja in diesen Räumen und Hallen schon öfter diskutiert worden, was vor dem Hintergrund der zunehmenden Verstädterung da eigentlich für ein Problem vor uns liegt. Zum Thema CO2-Schiffsverkehr. Richtig, ich habe dazu jetzt nichts gesagt. Ich habe auch einige Dinge weglassen müssen, weil ja auch die Zeit begrenzt ist. Die CO2-Emissionen vom Schiffsverkehr spielen in der Tat eine große Rolle. Wir haben versucht, das Thema folgendermaßen anzupacken. Hamburgs Stadt und zunehmend auch wieder die Wohnstadt wächst an die Elbe heran. So ist ja heute auch häufig Stadtentwicklung. Wohnlagen wieder am Wasser und nicht nur die Kaianlagen. In diesem Verständnis haben wir auch zunehmend richtige Zielkonflikte zwischen eben erlaubten Emissionswerten und Hafenbetrieb. Und wir toppen das in Hamburg nochmal durch zwei Kreuzfahrtterminals, weil wir dann ja alle naslang Queen Mary da haben und die ganzen anderen großen Schiffe, was sich einer großen Beliebtheit erfreut. Will sagen, wir mussten dieses Problem anpacken, haben aber auch festgestellt, man kann so ein Problem natürlich nicht alleine als Stadt erfolgreich lösen, weil man muss schon bei den entsprechenden Reedern und Schiffsbauern auch Standards erfolgreich setzen, indem einfach ganz viele Häfen
solche Dinge wie Landstromversorgung verbindlich vorschreiben. Wir haben Initiativen in Brüssel gestartet. Das geht gar nicht alleine, auch erfolgreich in der Ost- und Nordseeküste. Und die Kooperation verschiedener Hafenstädte, zum Beispiel aber in Europa und auch durch entsprechende europäische Regelungen, das haben wir in die Diskussion gebracht, um dort die sicherlich nicht kurzfristig zu erreichende Landstromversorgung von Schiffen mindestens schon mal im Kreuzfahrtbereich anzupacken und dann auch zu weiten. Ein Quartiersmanagement, diese Frage will ich so beantworten. Es gibt in Hamburg, glaube ich, wie auch in anderen großen Städten in Deutschland durchaus schon eine sehr starke Tradition der sozialen Stadtteilentwicklung. Und in dem Rahmen dieser sozialen Stadtteilentwicklung nimmt man sich auch besonders die Quartiere vor, die mit besonderen Problemen sozialer Seite zusammenhängen. Von daher kann ich sagen, wir haben, glaube ich, schon eine ganze Menge an Quartiersmanagement-Erfahrungen. Meistens gibt es aber auch Mängel. Und wir haben bei ganz vielen Projekten ganz konkret auch versucht, gerade auf Migranten zuzugehen, sie einzubinden. Bei dem einen IBA-Projekt, wie die Wohnungen umgebaut werden sollen, ist das gerade ausdrücklich geschehen. Wir haben auch besondere Unterstützungsprojekte bei der Energieagentur, die Haushalte berät, wie kann man auf ganz einfache Weise Energie einsparen. Besondere Projekte, die gerade auf diese Zielgruppe, nach der Sie gefragt haben, zugeschnitten sind. Das, glaube ich, ist in Entwicklung. Der internationale Austausch, den haben wir insbesondere in den letzten 3 Jahren versucht, deutlich zu fördern. Der war mit Blick auf die umwelt- und energiepolitischen Ziele in Hamburg vorher nicht so ganz breit. Aber wir sind Mitglied in verschiedenen europäischen Projekten, beim Covenant von Mayors, bei ICLEI und wie gesagt jetzt im Rahmen der Umwelthauptstadt auch sehr an dem intensiveren Austausch, nicht nur durch den Zug der Ideen, sondern auch durch den unmittelbaren Austausch durch Besuche von Fachdelegationen in Kopenhagen, Stockholm oder anderen Städten viel unterwegs gewesen. Wir haben auch ganz konkret beim Thema Abfallsysteme richtig gehen gelernt und übernehmen das ein oder andere, was wir woanders gesehen haben. Das setzt sich nachher in konkrete Politik um. Ich glaube, man kann viel voneinander lernen und man kann dadurch auch viel Motivation ziehen. Jenny? Jones? This issue of ship traffic is a very interesting one. We don't have very much in London, but it's an area that Greens have concerned themselves about, and we've never really produced any very good quality. So it's very, very interesting listening to Anya on this, and you've now stimulated me to do some more work on it, which comes to the next question about the exchange between cities. It is absolutely crucial that we connect and that we listen and we exchange ideas, and all of our councillors in various places in Britain constantly use ideas that have come from mainland Europe, so it's very important. And I'm very sad that there aren't more English people here. I don't know if there's anybody else English in the audience. Ah, well, as the sole English person here, I'd just like to say how grateful we are to the continent for giving us lots of good ideas. On the issue of density, it's a huge problem. We have a housing crisis in London that at the moment is looking unsolvable. I mean, we are really in a very bad state. I actually, I chair the London Assembly's Planning and Housing Committee, and we've done several pieces of work on the housing problem, and it is impenetrable. There's a lot of, for example, in a lot of our parts of the city, there are big blocks that were built in the 60s and 70s that are now coming to the end of their lives. And because of the way they were built and so on. And, of course, a lot of them have asbestos in them. A lot of them are have to be demolished, which is something that Greens tried not to allow, if possible, because of the embedded carbon. However, when they are regenerated, it almost always means that you lose social housing, you lose housing that's appropriate for low-paid people, because in order to pay for the regeneration, for the new building, you actually have to sell some of the apartments to pay for the rebuild. And so you lose low-income housing space. It's a massive problem. And, of course, there's constant pressure on green space. The green solution that we've been putting forward is we should be using more empty buildings. At the moment,
because our economy is sluggish, a lot of people are keeping buildings and even spaces empty in London because they're just waiting for the value of the land to go up. And we will put pressure on those people to actually use the space and use the buildings. And what we are seeing, in fact, is green space is being destroyed, is being built over, and also the low paid, all the people who actually keep London running in terms of driving the buses, nurses in hospitals, cleaners, waiters in restaurants, they're all being pushed out into the outer boroughs where housing is a little bit cheaper. And it means that the lower paid you are, the more likely you are to spend a larger part of your day travelling to work and becoming more and more tired. And the social divide in London is increasing every day. And you mentioned an explosion. We have so many problems all sort of starting to come to the boil at once. London could be in real trouble if the next mayor and the next government doesn't take all these problems seriously. It's a bit depressing, isn't it? It's a bit depressing. I'm very, very sorry about it. Fight hard, yeah. Okay, thank you. And now, Larry Pitka. Yeah, I will only address two questions. The one about ports and shipping, and the other one about, the energy strategy of Malmö. First, the port question. I would like to first emphasize that I really believe that shipping is belonging to the future. It's an environmentally friendly way to handle global transports. And even on a regional level, it's a good way to handle transports if you look upon energy per unit. So, however, there's a problem when the ships are in the ports, in the harbor. And I think the port should, this is a global issue as well. There should be an agreement upon if the ships are standing still, they should have to connect to the land grid and be supportive by energy from that instead of go by the fuels from the ship. I know it's an economic question, but nevertheless, the city of Malmö will impose that on the ships that will arrive. You must, however, remember that the transport sector has very small margins, and the harbors are also very much in competition. So even the slightest costs imposed upon the shipping is most likely to drive away some of the ships that will need to harbor. Mm-hmm. But as I said, the city is going to impose obligation to connect to land grid. And the other question about the energy strategy. Well. That's a multi-question question. I was mostly trying to envision reflection upon post-fossil Malmö. And we have quite large problems. For instance, we have this big company, I don't know if you know it, E.ON. I'm just kidding. E.ON, and they're really good in some parts, but even large companies are they have subdivisions, and they are competing in with themselves. And unfortunately, for us, the one division that won this time was the natural gas. Company, fossil gas, I didn't have to take the decision as Anya. I was opposing it,
But there was a decision that Malmö City, the city of Malmö, took to let a huge natural gas combi plant to be raised in Malmö, and that will double the CO2 for per capita in Malmö within 2 years. So, and it's up and running, and unfortunately, the city of Malmö got the prize for best CO2 actions in Sweden. Unfortunately, but well, it was true until 2008, but not now anymore. So we will have a quite number of challenges in front of us. But I have had a promise from the E.ON that they will also build a bioreactor to make biogas. And eventually, this huge combi power plant will be run by biogas. Okay, do you believe them? Well, let's see. Thank you. So, ich kann für die Schlussrunde noch zwei oder drei Fragen zulassen. Ja, da gehen doch auch noch mal Hände hoch. Okay. Ja, mein Name ist Winfried Hammann, Bürgerstadt AG. Ich hätte mal eine Frage an die Jenny Jones. Mir ist bekannt, dass in London sehr berühmte Architekten sind, Norman Foster, Richard Rogers und andere. Ich kann mich auch erinnern, dass Rogers vor 10 Jahren, glaube ich, dem Greater Council of London Vorschläge unterbreitet hatte in Richtung auch grüne Stadt. Was ist daraus geworden? Und prinzipiell die Frage, die Architektur kommt bei diesem Kongress fast gar nicht vor. Hat die Architektur dazu nichts mehr zu sagen? Okay, da verkneife ich mir jetzt einen Kommentar. Ja, Jura. Hello, my name is Maria Andreas. I have a question for Jenny Jones as well. My question is, you just said that the social divide in London is increasing every day and said that this is a task for the future mayor. Do you really think that the communal politics can do something against the division in the society, or it is a holistic economical problem? Ja, jetzt gucke ich noch mal. Gut, die beiden Hände nehme ich noch dran. Okay, Sie noch mal und dann da. Und dann steigen wir in eine Schlussrunde ein. Ich habe auch eine Frage an die Jenny Jones. Ich möchte gerne wissen, Sie erwähnten, dass das Wohnen zum Teil in London begrenzt ist und dass man Ausweichmöglichkeiten sucht. Geht man zunehmend auch in London auf neue Wohnmöglichkeiten über? Es ist ja jetzt ganz modern, das Swimming House auf Flüssen oder Gewässern. Fördert das die Stadt London zukünftig? Okay, danke schön. Und hier war jetzt noch eine Frage, genau. Oliver Ginsberg, ich bin Fachberater für nachhaltige Finanzdienstleistungen. I want to add to the previous question of the woman right on the left. What role do community-based or land-based community project play in like mediating communication between different cultures and also communication between different social groups? Because I think that this topic, social infrastructure, community projects, has been a little understated in this whole conference. Dankeschön. Und weil wir jetzt in die Schlussrunde eingehen, will ich an alle drei Podiumsteilnehmer, Teilnehmerinnen eine Schlussfrage. Was haltet ihr jeweils in euren Städten und aber auch auf der jeweiligen nationalen Ebene und damit dann auch auf der EU-Ebene für das Vordringlichste in jetzt den nächsten ein Jahr, 2 Jahren, maximal 5 Jahren? Worauf muss jetzt ganz besonders Druck gemacht werden? Okay, jetzt ist hauptsächlich Jenny dran.
Thank you. Thank you for asking about these community projects, because that is something that as Greens we've been pushing very hard. And we've tried to make the mayor take up this whole idea of community land trusts, which is when people get together and they own the land and they don't, and then sell the houses but keep the land. And this is one way of making housing truly affordable in London. The mayor that we have at the moment has shown lots of interest and lots of enthusiasm, but absolutely no action. And we are pushing very hard for that. Unfortunately, we don't have an example of such a community land trust anywhere in Britain. We have them in rural areas, but not in urban areas. And at the moment, there's no legal framework for them. And we're trying to force the mayor to create a legal framework so that they can happen. On the housing options, I like your swimming houses. I've seen houses in other countries that do exist on essentially valuable floodplain. In London, we're trying to avoid building on the floodplain because it's impossible to get insurance for those houses at the moment. But somebody did say, where are people going to live? Well, in fact, we are expanding eastwards. There's been a lot of industrial activity east of London over the last 200 years, which now has almost completely gone. And so we are recolonising those areas and actually making them more beautiful. But we're trying to keep enough open space. And there is no subsidy for creative ideas for housing. Everything has to be done on an economic model. It has to work of itself, and so these things are not subsidised at all. On the rich-poor gap, were you asking me about communism? No. Sorry, no. I misheard. I didn't realise you were talking English, and I was... So the same thing. We are trying desperately to do that, and but so far it... I thought you were asking about communism, and that doesn't really exist in Britain anymore. particularly at the moment. On this issue of architects, it's quite interesting. Did you say you were an architect? I can't remember. You're an architect. You know, the building that we're in at the moment, City Hall, it was. We moved into it in 2002, I think. It was built by Norman Foster. At the same time, Norman Foster built a bridge over the Thames, a pedestrian walkway that you couldn't actually walk on because it started vibrating when you walked. And it had to be closed for several months while they fixed it so that it was actually fit for purpose. So then Norman Foster drew the plans and built our building. He really had no idea about... It's based on a design like your Bundestag here. So it's a ball with a huge staircase, but it's a very bad design. It's a stupid design. There's this staircase that goes nowhere. It's not even accessible because it is actually a staircase and not a ramp of any sort. It vibrates again if you run on it. The whole building didn't have any photovoltaic. It had some very sophisticated ground pumps and so on, and reuse of grey water, but it didn't use basic solar energy capacity at all. Somehow, very few architects in Britain appear to understand the green agenda. You know, they understand bits of it, and they always want something to be big and flashy and showy and exciting. So they'll take the latest green innovation, but they won't use what sometimes is a very basic, you know, sensible option. So I'm not very impressed with architects. I'm so sorry to say that. You want to say, leave it here now. Okay. We'll make an extra discussion, I suppose. Yes, on architecture. You want to say to the most important, the air pollution, I suppose. If, yes,
Francisca asked me what I think would be the single most important thing if I were mayor of London, and I think the most urgent thing would be the air pollution, and it would be a matter of immediately closing roads. It would be a matter of immediately encouraging people out of their cars. But there is one measure in London that would do that would actually encourage people out of their cars, and that is to put in a 20 miles an hour speed limit on all the roads in London. There could be exceptions on some of the very big roads, but that, just slowing the traffic down, would make the biggest difference in all sorts of ways in sending out the message that please don't use your car, let the buses take the strain. Did you want me to do a national one? No. Tina, thank you very much, Jenny. And jetzt Larry. Yeah. I think one of the most important questions that arised here in the last moment, and that was what about community-based influenced projects and so on. And yesterday I got something of kind of an insight, because there were an architect, I think he was, who said that planning is about justice. And that really makes sense, because, well, my own experience from meeting planners and architects are not on the grassroots level, when they are coming to tell you this house is going to be built and could you please comment this and so on. Well, I did a Wallraff. I disguised myself. No, I wasn't even known as a politician. So I went to the meeting and I started to comment on this building, and they didn't care nothing about what I said at all, even though there were a lot of people with very highly relevant relevance for the building. So planning is about justice, and I think more projects should be based upon referendums, community-based action, and altogether more dialogue in not a fake dialogue, but a real dialogue. I think that's something we must look to into the future. For instance, I know the Londoners were very surprised when Stockholm proposed a referendum upon the congestion charges. But it's very accepted now in the both the left wing, right wing, and the Greens. Everybody accept that, and I think that's the thing with it, that it implements the process in itself. So the one important thing I would like to implement in Malmö, and I just 2 weeks ago I arranged the money for it, about 50 million euros, is to build a couple of wind power plants just in the vicinity of Malmö, to actually take the first step of making the city of Malmö, the administration and the departments, fully renewable in energy. So that's the one important thing, right? Dankeschön, herzlichen Dank, und vor allem auch nochmal für die kleine Nuance der Unterscheidung zwischen real und faked, der Dialog. Ja. Anja, du hast die letzte Chance, jetzt einen tollen Vorschlag zu machen. Ich möchte nur einen kurzen Kommentar sagen zu der Bedeutung der Architektur als Nicht-Architektin. Aber ich habe ja als Stadtentwicklungssenatorin viel mit Architekten auch zu tun gehabt. Ich glaube, die Bedeutung gerade aus der Nicht-Expertenrolle ist auch eine, dass neue Architektur, die gerade diese Nachhaltigkeitsthemen aufgreift und umsetzt, einen ungeheuren Motivationsschub geben kann, weil das ist dann auch das Realwerden einer Idee und häufig ja auch mit einer faszinierenden Visualisierung. Also deswegen, ich weiß, dass die Architektur jedenfalls für mich dabei eine unglaublich große Rolle spielt, dass man immer mehr Glauben und Zutrauen bekommt. Wir kommen weiter und wir schaffen auch diese Transformation.
Zweiter Punkt zu den Fragen von Franziska Eichstätt-Bohlig. Was ist das Wichtigste in der Stadt Hamburg jetzt mit Blick, so verstehe ich die Frage, auf unser Thema hier, die postfossile europäische oder postfossile Stadt? Ich glaube, vom systematischen politischen Ansatz her würde ich sagen, brauchen wir jetzt die Entwicklung nicht nur einer Masterplanung, wie erreichen wir unsere Klimaschutzziele, sondern wir brauchen nach einem Bürgerdialog auch eine möglichst verbindliche Planung, die dann auf der Zeitschiene immer auch flexibel sein kann, aber dass sich Politik auch das vornimmt und nicht nur ein Versprechen gibt, was abstrakt im Raum stehen bleibt. Und ich glaube, das kann man nur schaffen, wenn man es versucht, weil das dann ja in bestimmten Politikbereichen auch zu Maßnahmen führt, wenn man versucht, das auch wirklich an die Alltagsprobleme, die die Menschen in der Politik wirklich wahrnehmen, in jedem Tag erfolgreich anschließt. Und dass man sich manchmal sehr unkomfortabel nur durch die Stadt bewegt oder nicht zuverlässig genug mit dem öffentlichen Nahverkehr irgendwo hinkommt, ist so ein Alltagsthema, was man dann als erfolgreichen Anschluss auch im Sinne einer guten Klimaschutzpolitik verwenden kann. Vom Bund hoffe ich, dass die Bundespolitik den Mut findet, jetzt gerade in den kommenden Wochen ein politisches Konzept zu verabschieden, in dem deutlich wird, dass Deutschland sich traut, sich auf den Weg zu machen zu einer wirklichen Energiewende. Ich glaube, das wird auch in vielen anderen europäischen Ländern, aber auch weltweit dann beachtet werden. Also wenn wir das hier schaffen, wirklich eine mutige Politik zu machen und nicht eine, die die Energiewende-Herausforderungen konterkariert, dann ist das jetzt nicht nur ein frommer Wunsch, sondern ein großer Wunsch. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen zumindest in Teilen realisiert wird. Aber vielleicht sagt unsere Abschlussrednerin auch dazu etwas, das weiß ich nicht. Herzlichen Dank. Allerseits danke Anja Heiduk, danke Jenny Jones, danke Lari Pitke-Kanges. Ich verspreche, bei Bölz zu werben, dass wir demnächst auch mal eine Diskussionsrunde Architektur und Klimaschutz machen. Das ist, glaube ich, ein zunehmend wichtiges Thema. Aber jetzt leiten wir zu der sehr wichtigen Schlussrunde ein. Und ich gebe das Wort an Ralf Füchs und an Renate Künast.